Hallihallo liebe Leute, und nun geht's zum letzten Trophäenrennen von Diddy Kong Racing. Also, packt eure Sachen ein, steigt in die Karts und wagen wir uns nun in den letzten Trophäenrennen, bevor wir dann Whispick gegenübertreten. In dem Fall fangen wir natürlich mit der Felsenschlucht an. Warum auch nicht? Also gut Leute, sind wir bereit dafür? Ja, sind wir. Und auf geht's! Okay, das war schon mal ein sehr schöner Start. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall daran gewöhnen, dass die Gegner auch wieder schneller werden. Na gut, das war jetzt dumm, einmal blau, grün, blau einzusammeln. Nicht gerade die tollste Farbkombination in dem Fall. Blau, blau, blau wäre besser. Oder wir machen es einfach so. Okay, Leute. Ich meine, die erste Strecke geht ja eigentlich noch. Und hier müssen wir im Prinzip eigentlich nur aufpassen. Wow. Das war hier halt bei diesen Baumstämmen nicht zu viel hängen bleiben oder so. Weil die wirklich schon sehr böse werden können. Ihr habt es ja schon selber miterlebt in den letzten Aufnahmen. Wo ich wirklich Probleme mit diesen Dingern hatte. Aber egal. Dennoch können wir es noch schaffen. Ja gut, so aber nicht. Egal, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Denn hier gibt es nochmal einen Turbo und erstmal diesen Turbo hier nehmen. Und zwar als grünen Turbo. So, und hier fahren wir auch noch einmal durch. So aber nicht. Okay, da ist uns jemand dicht auf. Wir wissen, wer es ist. Ich würde am liebsten... Okay, jetzt habe ich einen Magnet. Scheiße. Na, weg damit. Also diesen Magnet, den brauchen wir da jetzt echt nicht. Also bei dieser Strecke bestimmt nicht. So, okay. Na, das war nichts. Jetzt haben wir ihn aber. Okay, Leute. Nun haben wir ein schönes Power-Up. Jetzt können wir sogar einen richtig schönen Turbo holen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht die Kontrolle über meine Maschine verliere. Sehr schön. Das hat mal geklappt. Das war ein sehr schönes Feuerwerk. Muss ich ehrlich sagen. Okay, Ping-Pong, yay. Und kurz am Ende der Strecke noch einmal... Ja, ein bisschen Hovercraft-Pinball spielen. Hat doch eigentlich auch noch was. Okay. Erste Strecke abgehakt. Somit bleiben noch zwei weitere Leute. Aber gut, wir haben schon mal erstmal die 9 Punkte soweit eingesackt für diese Strecke. Und jetzt kommt noch die Grünstadt. Eieiei. Es grün zu grün in der Grünstadt. Na gut, mal schauen, ob es wirklich noch so grün bleibt. Oder ob wir durch die Auspuffgase hier alles noch verwelken lassen. Auf geht's! So, erstmal gleich mit Schild ausrüsten und dann erstmal alle hier komplett von der Bahn fegen. Ich weiß, ich bin böse. Aber es ist ein Computerfahrer, ich meine. Man muss die ja so behandeln. Anders darf man die echt nicht behandeln. Man darf die nicht zu lieb haben. Nicht in einem Rennspiel. So, okay. Schön, dass ich mich an Konka fest magnetisiert habe. Ich meine, es ist ja echt schon amüsant, dass man wirklich hier... mit diesen Magneten sogar auch den vordersten, naja, ich weiß auch mehr Glück, aber wirklich den vordersten von den drei Fahrern da wirklich erwischen kann. Ich hatte wirklich eher gedacht, ich erwische den hinteren. Aber gut, ich bin zufrieden, dass es so passiert ist, also von daher. So, Zeit für eine Barriere. Okay, hast du jetzt voll an mir vorbeizischt, Banjo? Na, verdammt, das fand ich jetzt wirklich schon dreist. Okay. So, okay. Das haben wir geschafft, Leute. Oh, nein, Banjo. Gleich kriegst du einen Öltropfen ab, wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte ihn eigentlich in eine Rakete reinpfeffern. Aber die ist mir abhanden gekommen. Na gut, Leute. Ich denke mal, also viel darf uns jetzt nicht mehr passieren. Ich meine, wir stehen kurz vorm Ziel. Wir haben jetzt nur noch diese eine Runde. Ich sollte aber am besten nicht zu große Töne spucken. Man sollte es immer noch mit Vorsicht genießen, aber gut, Banjo ist durchgeschleudert. Ja, Piepsi, da haben wir auch noch fast geschafft. Oh oh. Okay, das ist ein sehr enges Feld gerade. Muss ich ja schon sagen. Also so ein enges Feld haben wir, glaube ich, in diesem ganzen Let's Play noch gar nicht. Aber so haben wir wenigstens auch mal ein sehr amüsantes Ziel. Und wunderbar, noch Erster geworden. Vor allem sehr knapp. Gut, Leute. Das wäre auch geschafft. Zwei Rennen hinter uns und zwei stehen noch aus. Und wir haben auf jeden Fall schon eine schöne Punktzahl von 18.
Lediglich Didi ist uns auf den Fersen mit den Punkten. Wird Zeit, dass er mal eine andere Position erreicht als den zweiten. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder bei der Windmühlenebene. Ja, gut, Leute. Auf geht's. Und Start. So, dann direkt noch ein Turbo hinterher und ich mach mich vom Acker. Jetzt könnt ihr versuchen, dass ihr Staub schluckt. Ja, ihr habt es ja nicht anders verdient. Ach ja. Ich finde es schon schade eigentlich, dass wir schon so fast mit diesem Spiel hier durch sind. Quasi. Also das Spiel ist nicht besonders lang im Prinzip. Deswegen habe ich auch die Frage gestartet, ob ich irgendwie noch den Spiegel-Abenteuer-Modus machen soll. Weil natürlich würde das LP dann vielleicht noch etwas länger werden, aber im Prinzip ändert sich nichts dadurch. Lediglich das Ganze ist spiegelverkehrt und ich glaube, die Bosse, ich weiß nicht, ich glaube, die waren noch einen Tick heftiger, aber es kann auch sein, dass ich mich diesbezüglich ein bisschen irre. Weil so ganz genau weiß ich es jetzt gerade nicht mehr. Aber naja, ich weiß auf jeden Fall, es ist alles spiegelverkehrt und ja, sonst bleibt im Prinzip alles gleich bei diesem Spiel. Lediglich die Ballons sind auch noch andersfarbig, aber naja, das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist, denke ich mal. Sowieso müssen wir erstmal gucken, dass wir hier diese Goldtrophäe kriegen und dann mein Whispick herausfordern. Denn er wartet ja auch noch auf uns. Und natürlich wartet noch etwas anderes auf uns, sofern es jetzt schon verfügbar ist. Naja, da muss ich gleich erstmal nachgucken. Sofern wir hier mit dieser Welt abgeschlossen haben. Okay, Leute. So, Kurve fliegen. Und weg mit der Rakete. So, letzte Runde. Ach, Leute. Das ist echt schon genial. Also ich finde schon krass, dass ich jetzt hier wirklich so gut vorankomme gegen diese Computerflieger. Also beim Trophy Race, Trophäenrennen hatte ich ja noch keine Probleme. Bisher in diesem Let's Play bin ich auch froh drüber. Weil wenn ich überlege, dass ich noch mein Trophy Race hätte machen müssen, dann hätte das doch noch etwas mehr Folgen umfasst. Aber gut, ich meine, ich bin schon froh, dass ich jetzt so weit gekommen bin. Dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt noch ausgehen wird. So, deswegen fliege ich jetzt einmal hier durch. Okay. So, dann haben wir noch diese letzte Kurve. Und wir sind am Ziel. Yay. Ich finde das einfach nur genial, diesen Looping zu fliegen. Na gut, Leute. Somit haben wir nur noch einen Kurs vor uns. Eine Strecke. Na, die werden wir aber doch auch noch hinkriegen. Na gut, die ist uns trotzdem noch auf den Fersen. Das heißt, ich muss vorsichtig sein. Also, dritter Platz darf ich auf jeden Fall werden. Wobei bei dieser Strecke wird es sowieso recht schnell vorangehen. Na gut, Leute. Auf durch den Zauberwald. Ein letztes Mal. Und los. Okay. Es geht los. Ich finde das echt schon amüsant, hier durch diese Strecke zu fahren, muss ich ehrlich sagen. Weil, ich meine, wo sonst sieht man hier solche Whispy-Köpfe einfach mal durchfliegen? bei keiner anderen Strecke. Aber gut, warum die auch Zauberwald, also das hier in Deutschen wirklich Zauberwald genannt haben, während das ja im Englischen Haunted Forest heißt, sprich verspukter Wald. Wirklich viel Sinn ergibt das nicht. Aber gut, naja. Im Prinzip kann man es auch mit Zauber vergleichen bald. Aber gut, ist in dem Fall ja auch halbwegs egal. Naja. So, letzte Runde, dann haben wir es schon geschafft. Schade eigentlich. Aber gut, wir haben auch noch die TT-Zeitrennen vor uns. Die müssen wir ja auch noch schaffen. Scheiße, Didi macht Platz. Okay, das war jetzt sehr knapp. So, und ein letztes Mal durch diesen Turbo. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir sind fertig. So, Whispick, jetzt bist du an der Reihe. Ja, somit haben wir diese Trophäe auch sicher. Sie ist natürlich wieder sehr schön goldglänzend, wie es sich gehört. Ja, somit haben wir 4 Goldtrophäen. Und dann würde ich sagen, werden wir Whispick mal einen Besuch abstatten, oder was meint ihr? Ich denke mal, es ist bereit für den Showdown. Okay, Leute. Wo ist der Ausgang? Achso. Ja, schön, wenn man direkt am Ausgang platziert wird, dass man sich erstmal dumm und dämlich suchen muss. Aber gut.
Natürlich, diese Steinstatue erwacht zum Leben. Ergibt auch so viel Sinn. Egal, so, jetzt würde ich sagen, können wir uns bereit machen. Allerdings sehe ich jetzt erstmal die Augen auf. Nein, ja, hier haben wir ihn. Ein Frosch, der ein bisschen komisch aussieht, meint ihr nicht? Machen wir ihn mal platt. Ey, bleib stehen. Froschi, bleib stehen, ich brauche dich. So, jetzt haben wir ihn. Ja, wir haben jetzt einen neuen Fahrer freigeschaltet. Begrüßt mit mir Drumstick. Ja, der ist wirklich so. Manchmal haben die ja echt schon merkwürdige Namen. Aber okay, ich würde mal sagen, dann werden wir uns diesen neuen Charakter mal anschauen, den wir jetzt sozusagen freigeschaltet haben. Sowieso ist es schon ziemlich nützlich, den zu haben. Speziell beim Rennen gegen Whispick. Hier ist er nämlich jetzt. Ja, willkommen Drumstick. Also fahren wir mit dir jetzt einmal gegen den guten Whispick. Und dann schauen wir mal, wie das ganze Rennen jetzt abläuft. So, aber erstmal, bevor wir da überhaupt hin können, müssen wir das Fahrzeug wechseln. Weil ihr seht schon, mit einem Auto oder mit einem Hovercraft kommt man da hinten nicht hin. Deswegen fliegen wir da jetzt einfach mal hin und ab in seine Fresse rein. Okay Leute, ab geht's. Du willst unbesiegbar sein? Wollen wir mal schauen, ich habe jeden bisher besiegt, also werde ich auch dich klein kriegen, Whispick. Also gut, Leute. Mögen wir diesen Start hinkriegen. Whispick ist in diesem Fall auch der schnellste Gegner in diesem Spiel. Und wir müssen natürlich hier die Macht der Turbo-Pfeile nutzen. Ohne diesen grünen Turbo hätten wir hier gegen Whispick nicht mal annähernd eine Chance. Dafür kann ich euch vorwegnehmen. Na gut, wenn wir ins Wasser fahren, dann auch nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall immer diesen grünen Turbo haben. Weil ohne diesen grünen Turbo kriegen wir ihn nicht eingeholt oder überholt. Wie ich damals wirklich mit meinem Bruder dran gesessen habe, um wirklich darauf zu kommen, ey. Weil das ist wirklich schon raffiniert eigentlich. Aber gut, der gute Genie sagt uns ja diesen Tipp, den man ja in dem Fall auch zu Rate ziehen sollte. Gerade wegen, oh, Whispick. Ja, super. Das wird jetzt sehr schwierig. Aber gut, aufholen können wir ihn noch, wenn wir es jetzt richtig angehen. Okay, dazu müssen wir alle Turbo-Pfeile mitkriegen. Mir in diesem Fall jetzt nicht geglückt. Okay, ich sollte auch erstmal versuchen, diese Strecke ein bisschen auswendig zu lernen. Okay, aber Whispick ist uns schon ziemlich weit voraus. Das wird also sehr schwierig. Deswegen starten wir direkt nochmal von vorne. Weil so haben wir jetzt echt keine Chance. Ich würde sagen, einfach so mache ich auf jeden Fall jetzt noch. Wenn ich es nicht schaffe, dann werden wir ihn auf jeden Fall im nächsten Mal gegenübertreten. Wäre in dem Fall auf jeden Fall am besten. Okay, auf geht's! So, Whispick, wow, okay, scheiße. Na gut, das war jetzt ziemlich kurz. Ich wollte es wenigstens ein bisschen länger schaffen. Deswegen lassen wir diesen Versuch jetzt nicht als Versuch gelten. So, Whispick, sei bereit, auf geht's! Na toll. Du bist mir ein echt scheiß Hindernis. Ja, Whispick ist zu fett einfach. Ja, für ein Zauberschwein ist er echt schon enorm. Aber gut, wenigstens haben wir den Vorteil, das kann ich euch auch schon mal sagen, dass Drumstick wirklich, wirklich sehr schnell ist. Also in dem Fall haben wir schon einen sehr guten Charakter bei uns, den wir jetzt im Kampf gegen Whispick benutzen können. Oder im Rennen gegen Whispick. Okay, Runde 2. Der Whispick ist uns aber doch noch ein bisschen voraus, aber wir können ihn noch aufholen. Egal, wenn diese Folge jetzt etwas länger wird, dann ist egal. Hauptsache, wir schaffen ihn doch noch zu schlagen. Na, okay, das war jetzt ein lilaner Turbo. Okay, ja, Leute, vergesst es. Nee, das kriege ich jetzt nicht hin. Dann würde ich sagen, werden wir ihn im nächsten Video erst angehen. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Und beim nächsten Mal treten wir Whispick in den Hintern. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.